Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, wundert euch bitte nicht, ich habe ein bisschen Augenringe. Ich bin gerade vor 5 Minuten aufgestanden. Es legt sich im Laufe des Videos, also keine Sorge. Was bei mir immer extrem. Ich habe ja so winzige Augen und dann, wenn ich doch Augenringe habe, ciao. Naja, heute machen die Jungs ein 10.000-Kalorien-Challenge-Video. Weihnachts-Edition. Und ich habe mir überlegt, ich mache einfach mit, weil ich liebe Weihnachtssachen, ich liebe die Weihnachtszeit. Ich mache einfach einen weihnachtseingestimmten Cheat Day. Also ich mache keine 10.000-Kalorien-Challenge, aber ich mache einen Cheat Day. Und morgens, wenn ich aufstehe, das erste, was ich eigentlich so zu mir nehme, ist eigentlich jeden Morgen ein Tee. Und das werde ich auch heute so machen, weil ich finde, Tees sind doch unglaublich weihnachtlich. Ich weiß nicht, das ist immer so gemütlich. Und vielleicht esse ich dazu direkt ein paar Butterspekulatius, weil ich mag das voll gerne zu Tee, so was Kleines, Süßes zu essen. Übrigens werde ich euch einfach die Kalorienanzahl von den Sachen, die ich essen werde, einfach mit ins Video schreiben. Dann seht ihr vielleicht, okay, was hat vielleicht ein bisschen mehr Kalorien in der Weihnachtszeit, was geht eigentlich voll klar. Also ich tracke momentan eigentlich nämlich nicht, esse intuitiv. Vielleicht wissen das einige von euch ja auch schon. Und ich würde sagen, wir starten den Tag jetzt erstmal mit dem Tee. Arthur und Willi sind jetzt schon bei 4000 Kalorien, glaube ich. 4000, deswegen erste Mahlzeit, halb elf. Erholungsespresso erstmal bei den beiden. Wo andere Leute noch schlafen, haben wir. Wer schläft um halb elf? Auf jeden Fall hat Arthur mir auch einen Kaffee gemacht. Und weil er so nett ist, macht er mir den Kaffee natürlich in der besten Tasse, die wir haben. Ja, was sagt man dazu, Freunde? Was sagt man dazu? Man muss wissen, wo man ist, ne? Wo man herkommt. Und die beiden haben einfach 3,5er Milch gekauft. Aber die trinken doch nicht. Trinken sie wahrscheinlich doch nicht, aber sie haben sie halt gekauft. Und ich habe die in meinem Kaffee drin. Einfach wegen dem Schneemann wurde diese Milch gekauft. Willi hat einfach einen Zeitraffer nochmal aufgenommen. Er dachte, ich hätte die vergessen auszumachen, wollte die eigentlich dann nur ausmachen, aber hat einfach auf Play gedrückt. Oder er wollte einen Zeitraffer von sich in meinem Video haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, warum ihr denkt, warum Willi diesen Zeitraffer aufgenommen hat. Der weitere Plan sieht jetzt erstmal so aus. Ich habe gerade irgendwie überhaupt keinen Hunger. Also ich habe jetzt 5 Kekse gegessen und einen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, ich bin morgens gar nicht so. Also ich kann nicht direkt nach dem Aufstehen essen. Ich weiß nicht, vielleicht, wie ist das bei euch so? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich brauche immer erst so eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde, bis ich überhaupt erstmal so an Essen überhaupt denken kann. Gleich muss ich noch ein bisschen was für die Uni machen. Ich treffe mich mit einer Uni-Gruppe, weil wir noch ein Projekt machen müssen. Und dann gehen wir wahrscheinlich noch auf den Weihnachtsmarkt hier in Paderborn, mega cool. Und da werden wir dann auch die ein oder andere Leckerei essen. Freue mich schon mega, ich mag Weihnachtsmärkte total. Schnell 2 Toast mit Avocado und Kochschinken gemacht, weil ich jetzt so langsam echt Hunger bekomme. Aber ich muss jetzt auch schon los zur Uni. Deswegen, ja, konnte ich mir jetzt nichts Aufwendigeres machen. Ist zwar jetzt nicht das weihnachtlichste Essen aller Zeiten, aber dafür gehen wir gleich ja noch auf den Weihnachtsmarkt und gucken, was wir da noch alles essen. Aber ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Deswegen 2 Avocado-Toasts. Und übrigens habe ich gerade das erste Mal Avocado abgewogen. Das waren einfach 80 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Also, es sind 80 Gramm auf 2 Toasts. It's Christmas, a town filled with wonder and delight. The season to rejoice brings everybody close, but I'll be missing you right next to me. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt angekommen und überlegen erstmal, was wir jetzt essen.
Ich präferiere gerade Champignons, weil ich habe Hunger auf was Richtiges, also auf was Salziges. Und du? Ich auch. Ich weiß gar nicht, was es gibt, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf was Salziges, nicht Süßes, weil wir heute Morgen schon extrem viel süße Sachen gegessen haben. Und deswegen würde ich sagen, suchen wir was Salziges. Daniel? Ich habe mir jetzt noch einen Crepe mit Zartbitter-Schokolade geholt, also mit so Zartbitter-Drops, also so Schokotaler-Dinger, die dann schmilzen. Übertrieben lecker. Übertrieben lecker. Er ist übertrieben lecker. Der Typ von der Crepe-Bude hier hat einfach so heftig viel Schokolade gegönnt. Also er hat echt nicht gegeizt. Es quillt richtig raus. Eigentlich richtig geil. Aber ich kann jetzt echt nicht mehr, weil es überall in meinem Gesicht und in meinem Schal geklebt hat. Deswegen, naja, war es das jetzt für mich. Ey, Willi, wie schnell bist du? Der rastet komplett aus. Ich bin schon mit zwei. Ey, das ist eine Maschine, ne? Die beiden haben sich zwei geholt. Einmal herzhaft, einmal süß. Arthur hat einen jetzt fertig und Willi hat den zweiten schon fast fertig. Was? What the fuck is going on here? Und du, hast du deinen Crepe aufgegessen, Massimo? Kleiner Mann. Hast du deinen Crepe aufgegessen? Ich? Ja. Na klar. Na klar. Sieht man doch, ist nichts mehr da. Nichts mehr da. Ich sehe jetzt keine rote Witze. Ich habe mir erstmal noch Sonnenblumenkerne für später zu Hause geholt. Ich liebe die einfach. Mandeln sind auch mega nice. Vielleicht tausche ich ein paar mit Arthur. Du hast die Mandeln geholt, oder? Ja. Und gebe ein paar Sonnenblumenkerne ab. Mega nice. Und jetzt? Fahren wir erstmal wieder nach Hause. Ich habe einfach die ganze Packung Sonnenblumenkerne aufgegessen. Das waren 100 Gramm. Haben einfach mega lecker geschmeckt. Aber übel der Prank irgendwie auf der Packung steht. Wenig Zucker, viel Geschmack. Nur echt mit Rohrzucker. Ja, ist Rohrzucker kein Zucker? Keine Ahnung, Freunde. Steht hier auf jeden Fall auf der Packung drauf. Haben aber trotzdem geschmeckt und obwohl sie sagen, wenig Zucker, ist hier so eine ganze Ladung loser Zucker einfach drin. Hatte ich auch irgendwie noch nie. Aber waren sehr lecker. Waren wirklich nicht so extrem süß. Also perfekte Menge, finde ich eigentlich. Und falls ihr euch fragt, was spielen die Jungs eigentlich die ganze Zeit? Saskia, was ziehst du dir da rein? Was machen die? Die beiden zocken hier ein bisschen Dota. Übel nices Game und ich gucke gerne zu. Ich mag das Spiel, das ist irgendwie sehr unterhaltsam. Nice Charaktere irgendwie. Also irgendwie übel das geile Game. Ja. Meine Sonnenblumenkerne habe ich aufgegessen. Mehr habe ich mir vom Weihnachtsmarkt nicht mitgenommen. Mal schauen, was und ob ich gleich noch was esse. Aber ihr werdet natürlich dabei sein. Ich esse jetzt noch ein paar Kekse mit Milch. Und zwar diese hier werde ich essen. Die liebe ich, mit Milch zusammen zu essen. Und Arthur und Willi waren einkaufen und haben so Winter Editions Sachen gekauft. Ja.
Und ich weiß nicht, Freunde, kennt die irgendwer von euch? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr die kennt. Früher als Kind habe ich die abnormal geliebt. Ich weiß noch, ich habe immer die dunklen genommen. Meine Schwester, die mit weißer Schokolade gab sie, glaube ich. Und das ist jetzt so eine Winter Edition mit feiner Zimtnote. Ich probiere die mal. Geben die beiden mir ein bisschen ab. Ach so, natürlich Milch aus dem Milchglas, ist ja klar. Einfach weg. Die sind so gut wie Oreo-Kekse, wenn nicht sogar noch besser. Aus dem Lidl für 1 Euro, glaube ich, eine ganze Packung. Also die sind krank, ehrlich. Noro. Original vs. Fake Video muss kommen. Schreibt mal Hashtag Original vs. Fake in die Kommentare, wenn ihr das Video sehen wollt. Ich hab hier verwendet. Ich weiß nicht, ob es drauf ist, Willi. Das ist nur ein Konto. Hier ist es weg. Das war noch, wo wir so gehalten haben. Nein, die schmecken mir nicht. Als ob, wonach schmecken die? Lass mal riechen. Angeblich nach Zimt. Erstmal hochgepriesen, die Süßigkeit. Nein, nehme ich andere. Davon. Die riechen schon ein bisschen nach Alkohol. Man darf nicht riechen. Aber die schmecken mir echt nicht. Freunde, die haben uns eigentlich auch geholt. Chocolate Chips mit feiner Zimtnote. Das gefällt gar nicht, sagt sie. Obwohl ich die liebe. Obwohl sie die liebt. Die Originalen. Als hätte man so eine ganze Zimtstange im Mund, finde ich. Ja, richtig feiner Zimtnote. Hier sind übrigens 5 Kekse in so einer kleinen Packung. Kann man mal machen. Die beiden warten hier jetzt übrigens darauf, weil ihre SD-Karte ist voll. Und ich filme ja auch, deswegen können die nicht meine haben. Bis Daten auf den Laptop rübergezogen sind, damit wieder Platz auf der SD-Karte ist. Und solange sitzt der Wilhelm dort. Der Wilhelm, hi. Das ist der da, ja. Ich wieder abholen. Jetzt übertreiben die komplett. Ey, eine Sache, das ist richtig süß. Wenn die aus, so viel essen und auf einmal so Energie haben, eben waren die noch so richtig tot. Das ist klar. Und jetzt auf einmal. Alles gibt Energie. Das sieht richtig süß aus. Kennt ihr das, mit der Kamera. So unsere fette 300 Kilo Kamera und dann deine so richtig niedlich, richtig sweet. Ich habe mir jetzt noch ein Omelette aus 2 Eiern gemacht, weil ich einfach mega Hunger auf was Salziges nochmal hatte. Arthur und Willi haben gerade ihre 10.000 Kalorien Challenge geschafft. Ja. Also falls ihr zuerst mein Video gesehen habt, das Video von den beiden ist zu 100% mega nice geworden. Ich war die ganze Zeit dabei. Schneiden können die beiden, also erster Link in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall auch da vorbei, wenn ihr mein Video zu Ende geschaut habt. Natürlich, Watchtime muss hoch, damit ihr mein Video besser rankt. Nein, aber wäre mega killer, wenn ihr meine Videos bis zum Ende durchlaufen lasst, weil ich dann eben besser gerankt werde, also öfter vorgeschlagen werde sozusagen. Und ja, wäre einfach mega nett. Falls ihr mich unterstützen möchtet und Willi wartet hier, bis ich ihm Bescheid gebe, dass er ins Bild laufen darf. Und ich würde sagen, für wen? Für dich. Für mich? Für die Unterstützung. Ach so, killer. Boah, das ist richtig cool, dass du so halten, Alter, wie so ein Lenkrad. Ich würde das gerne zeigen, du bist jetzt Artemas Joby von uns. Also mein Joby ist einfach nur ein bisschen kleiner so, ne? Und die Cam, also ihr müsst euch vorstellen, meine Cam ist hier oben drauf und dann halte ich das so. So ist also so. Hä, ja, nein! Das ist wie so. Hast du ihn so gemacht? Ja, das ist wie so ein Lenkrad einfach, ja, voll entspannt so. Das ist so ähnlich wie die Steady Cams, die manchmal im Fernsehen benutzt werden. Die man kann dann so fest, richtig smooth filmen. Und dann hast du hier noch so ein. Wie so ein Gimbal einfach. Ja, naja, auf jeden Fall hier möchte ich mein Ei kurz filmen. Das ist mein Omelette mit einem Glas Wasser dabei. Ich habe heute irgendwie ein bisschen wenig getrunken, deswegen ein bisschen Wasser muss auf jeden Fall noch rein. Danke, dass das, so ich halte das jetzt aus. So.
Ja, ich würde sagen, das esse ich noch. Oder was ist heute? Liken, kommentieren, abonnieren. Heute muss ich sagen, fiel mir das Essen gar nicht so schwer. In meinem letzten Vlog habe ich euch ja erzählt, dass ich einmal in letzter Zeit wieder einfach mal getrackt habe, um zu schauen, wie viel ich gegessen habe oder beziehungsweise wie viel ich esse, und ich kam einfach nur auf 1000 Kalorien am Tag. Hier seht ihr einmal meine Gesamtkalorien und ihr seht, ich bin deutlich darüber. Mein Akku ist gerade leer gegangen, also sorry für diese Unterbrechung. Also ihr seht, ich bin heute deutlich darüber gekommen und es fiel mir auch echt einfach überhaupt nicht schwer. Ich habe nach Lust und Laune gegessen, also bei Cheat Days geht es bei mir nicht darum, viele Kalorien zu essen oder irgendwem was zu beweisen oder so. Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe. Deswegen habe ich auch am Ende einfach noch ein Omelette gegessen. Ich hatte einfach mega Lust einfach drauf. Momentan bin ich sowieso voll der Omelette-Freak. Irgendwie esse ich das gefühlt jeden Morgen, heute Morgen nicht. Deswegen muss das halt heute Abend mal her. Ich stehe gerade auf jeden Fall an meinem Adventskalender. Den öffne ich jetzt gleich noch für mein Adventskalender-Video, was ich euch drehe. Also es wird nicht nur ein Unboxing sozusagen von meinem Adventskalender sein, sondern ich packe das so ein bisschen in Vlogform. Also ich erzähle euch schon noch ein bisschen was dazu. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nur ein Paket nach dem anderen auspacke. Genau, damit würde ich das Video an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach gerne einen Daumen nach oben da. Gerne einen Kommentar. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich natürlich über dein Abo freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me.